Schönen guten Tag auch von meiner Seite und wollen wir mal hoffen, dass dieses Fußballspiel die Erwartungen erfüllen kann. Und die heutige Begegnung lautet AC Mailand gegen Tottenham Hotspur. Jetzt greift er ihn an. Montolivo. Honda. Gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive. Das war der Führungstreffer für den AC Mailand. Da konnte er Vorteil laufen lassen, dann verhebt er aber doch. Der Schiri gibt klare Signale, er zeigt direkt gelb. Ja, für mich ist das genau die richtige Strategie. So hat er von Beginn an alles im Griff. Der AC Mailand feierte international viele große Triumphe. Neben den 7 Landesmeisterpokalen haben sie auch noch 2-mal den Europapokal der Pokalsieger und gleich 4-mal den Weltpokal holen können. Damit ist Milan einer der erfolgreichsten Fußballvereine weltweit. Dazu noch 7-mal den Landesmeisterpokal gewonnen, 11-mal im Finale gestanden. Die Flanke kommt nicht durch. Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Und so, nein, doch, Kakao! Den hat er gut abgeblockt. Nigel de Jong. So macht das richtig, er kämpft und hat den Ball. Diesen Schiri kennen wir, der gibt garantiert Freistoß. Was die Torbilanz dieses Mannes angeht, ist die Saison nicht schlecht verlaufen. 16 Tore, das ist respektabel. Ob er da noch nachlegen kann in den verbleibenden Spielen? Und die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler den Schuss abblockt. Erneut Ecke. Es war wichtig, wie er dahin gegangen ist, wie er diese Situation bereinigt hat. Fazio. Vertonghen. Eriksen. Können Sie die Flanke verwerten? Die verstehen sich blind. Mit all seiner Routine, mit seiner ganzen Ruhe in dieser Situation klärt er da. Mein Gott, ist das fahrlässig, an dieser Stelle den Ball zu verlieren. Ja, es gibt Einwurf. Bentaleb. Erfolgreicher Zweikampf. Montolivo. Zweikampf um den Ballbesitz. Diese Geste ist eindeutig. Der Schiedsrichter gibt Elfmeter. Da gibt er Elfmeter und da zückt er die gelbe Karte. Und für mich hätte er rot geben müssen.
Sicher und professionell verwandelt, dieser Elfmeter. So ein Strafstoß oft nur eine Frage der Psyche. Eriksen. Bentaleb. Chadli. Jetzt hat er die erste Halbzeit abgepfiffen, der Schiedsrichter. Es steht 2:0. Ein weiterer Treffer genau zur richtigen Zeit. Das gibt Selbstvertrauen, wenn man mit gleich 2 Toren Vorsprung in die Kabine gehen kann. Wenn es hier so weitergeht, keine Chance für die Gäste. Der Unparteiische vergewissert sich, dass alles in Ordnung ist und pfeift die zweite Halbzeit an. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Nigel de Jong. Eriksen. Ein verbissener Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Das könnte was werden. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Ball im Aus, gibt Einwurf. Klare Entscheidung nach diesem schwachen Ball, Einwurf. Dembélé. Dieser Schuss war nicht von schlechten Eltern. Logisch, das muss Eckball geben. Mit so einem schwachen Eckball kannst du den Torwart natürlich überhaupt nicht in Verlegenheit bringen. Das ist ja klar. Nigel de Jong. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Da wird der Ball abgefälscht und geht jetzt aus. Da hat kein Mitspieler eine Chance, an diesen Ball heranzukommen. Was machen die eigentlich im Training? Und so zieht er von dannen. Das ist seine 2. rote Karte in dieser Saison. Jetzt kämpfen sie um den Ball. Nigel de Jong. Jetzt
Jetzt ist er vorbei. Er sucht den Abschluss. Oh, da kannst du doch nur noch verzweifeln bei so einem Torwart. Überragend. Dani Rose. Er macht seinen Job richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Vertongen. Schadli. Jetzt eine Flanke, vielleicht mit Soldado als Abnehmer. Der letzte Pfiff des Schiri. Das Spiel ist zu Ende. Jetzt haben sie gewonnen, dieses Spiel. Das gibt Selbstvertrauen. Ja, und auch wenn es ja nicht wirklich um was ging, das